Wir übernehmen heute einen Tag einen Bauernhof. Wir sind nicht nur auf dem Bauernhof, haben hier richtig geile Schafe. Mit dabei ist Finn, Levin, Moritz und Felix. Der Schaf hat schon direkt keinen Bock mehr. Habt ihr Bock, auf dem Bauernhof zu sein? Wir haben auch schon richtig geile Outfits. Ich bin mehr als bereit, muss ich sagen. Ich habe Angst. Willkommen auf dem Bauernhof. Ihr seid heute hier, um mal richtig zu arbeiten. Und um ein Gefühl dafür zu bekommen, dürft ihr erstmal mit der Drecksarbeit beginnen. Und diesen Stall ausmisten. Oh, viel Spaß. Nein. Perfekt, wir dürfen den Stall ausmisten. Oh, ein Huhn. Kann man das in die Hand nehmen? Nimm es. Nimm es schnell. Nimm! Ja! Oh, ist wie so ein Gimbal, ne? Wir gehen als allererstes jetzt den Stall ausmisten. Wir übernehmen den Bauernhof. Riecht ihr diese Luft? Es riecht nach Kacke. Okay, wir gehen rein. Oh, da ist unter viel Scheiße. Hey. Ui, da haben wir einen schönen Haufen. Oh, da ist ein Häuflein. Oh, ja. Oh, es riecht mal richtig nach. Riech mal richtig nach. Moritz, komm mal her. Oh, ja. Oh. Oh, mein Gott. Digga, ich hab Scheiße am ganzen Eck. Überall. Boah, hat er richtig abgebrochen. So. Ja. Ja, irgendwie bockt sich das. Das ist geil. Das bockt voll. Ja! Oh, und jetzt mit dem Hund! Oh, guck mal, was ein Racker hier! Sven ist auch da! Sven! Moin! Er ist also da. Er gegen die Hofregeln. Warum ist er in Haft? Warum bist du in Haft, mein Lieber? Wie viele Jahre musst du absitzen, Bro? Ich will auch Scheiße holen. Er rennt. Ah, super, Moritz. Ah, das will ich sehen hier von euch. Ja, die haben abgeschafft. Oh, Zuckungen! Digga, oh. Ich hab ein Pferd, guck mal. Na? Oh, der riecht aber was. Babyschaf. Oh, Junge, wie süß. Hast du so viel Er hat so viel geschissen, Digga. Er war's. Wie wegrennen, Alter. Oh, er hat gekackt. Live on stage. Oh. Frische Kacke. Dabei sind wir auch fertig mit der Kacke hier. Das ist der letzte Kackhaufen. Würde ich sagen, auf zur nächsten Challenge. Ich will, dass wir hier mitmachen müssen. Ja, auf jetzt. Oh, das ist Moklärjacke. Das ist kein Moklär. Das ist Arschklär. So, komm her! Wir haben bestimmt 2 Stunden gebraucht, um die ganze Scheiße hier aufzusammeln, Digga. Jetzt schmeißt du die wieder hier rum, oder was? Lass uns mal for real nächste Challenge machen, sonst rast ich hier aus! Ja! Ich hab den Baum jetzt. Gut, Challenge accepted. Der Baum bricht. So, Freunde. Das machen Bauern auch immer. Es wird Zeit für die nächste Challenge! Na, stinkt ihr schon? Ja, dann ist ja alles wie immer. Hier ist euer erstes Battle. Mäht mit diesen Rasenmähern die abgesteckte Fläche. Wer am schnellsten mäht, bekommt einen Punkt. Aber vergesst nicht, ihr seid nur zu Gast. Also seid gründlich. Let's go. Let's go. Wir müssen rasen, ey. Okay, ich bring das Kätzchen zum Schnurren. Okay, Leute. Rein. Go. Was mach ich falsch, Bruder? Ah. Ah. So. Das sieht ja gar nicht mal so gut aus. Bruder, das ist anstrengend. Ich bin schneller, wenn ich das abmache. Das machst du nicht zum ersten Mal, hm? Da fehlt noch was. Nein. Bei mir sieht man das nicht, was schon gemäht ist und was nicht. Du bist aber kein richtiges Dorfkind. Fertig! Guck das Ding an, clean. Fertig! Ja. Ich bin Erster? Ja, ich bin Zweiter. Hier, was fällt da an? Wie schön das aussieht. Aber weiß er nicht, oder? Digga, warum kannst du so gut? Ja. Oh, also das ist ja wirklich krass. Ich glaub, der Rasenmäher geht mit ihm Gassi, Alter. Dieser Rasenmäher ist der beschissenste Rasenmäher. Man sieht nicht mal, was man gemäht hat. Ja, man muss halt auch Rasenmähen können, ne? Ich würde sagen, Moritz Platz 1. Ich Platz 2 in meinem Gigafeld. Felix Feld sieht auch relativ gut aus. Danach würde ich sagen Finns Feld und dann Levin. Levin ist wirklich geil. Bro, was hast du da gemacht? Bro hat noch nie Rasen gemäht. Digga. Das ist geil. Bro, also wirklich. Hey, was hast du für eine Taktik, Digga? Und mir ist in der Mitte aufgefallen, dass es hier ein System geben muss. Bruder, also wirklich, das kommt bodenlos. Levin sieht zum ersten Mal Gras. Okay, Leute. Was wird wohl als nächstes kommen? So, ihr Melker, jetzt wird richtig abgemolken. Hier habt ihr eine Übungskuh, an der ihr euch austoben könnt. Na, aber Vorsicht, die Euter fühlen sich sehr echt an. Aber damit kennt sich Moritz, der kleine Melker, aus. Nicht wahr? Wer sein Glas in einer Minute am vollsten bekommt, gewinnt. Auf die Melkung. Fertig, los. Los. Alter, die sind ja randgefüllt, die Euter. Okay. Alright, Leute, wir sind an der Kuh angekommen. Das ist, wie heißt die Kuh? Sven. Das ist Sven. Sven! Da, Moritz, der größte Melker von uns, wird er anfangen. Digga, du hast eine Minute Zeit. Oh, Sven.
Oh, nee, warte mal, das ist komisch. Du kannst dich so gut altern. Du musst ein Messer melken. Du musst ein Messer melken. Ah, aber langsamer ist besser, glaube ich. Oh, man muss langsamer ist besser. Auf die Technik kommt schon. Auf die Technik, auf die Technik. Ich dachte, die Technik, ey. Ui. Ach ja. Oh, ja. Oh mein Gott, jetzt. Zu sehr. Jetzt geht das wieder los. Stopp. 225 okay. Hat Moritz. Okay. So, der Profi. Okay. Und hier, der ist welcome. Nice, let's go. Ja. Yeah. Schlechte Welcome, sehe ich jetzt schon. Wisst ihr, wie die Taktik jetzt, habe ich doch gesagt. Ja. Yeah. Das sieht ja gar nicht mal so gut aus. Oder? Das machst du nicht zum Ersten. Er ist so kompetitiv, er will nicht aufgeben. Du bist aber kein richtiges Dorfkind. So ist es auch in Real Life wahrscheinlich, dann der gut zu melken. Ne? Leben lässt es zum Überlaufen, Digga. Leben lässt es zum Überlaufen. Er fällt es zu, er manipuliert. Das ist was sehr, das gar nicht. Levin hat vor der Minute einfach gewonnen. Über 350, crazy. Ihr müsst mir aber helfen, mal melken. Ihr müsst alle ein bisschen moon. Ja, ich helf dir. Auf die Böcke, fertig, los. Oh, da sind wir schon wieder. Mac-Profi. Wieso wackelt der Becher so? Wieso wackelt der Becher so? Bro. Alter, wie viel? Oh mein Gott, das ist so toll. Scheiße, der geht über meins rüber. Ich hoffe, da habe ich tausende Kuh, eine Melkkuh. Nein! Komm, Kuh! Nein! Komm, Mu! Nein! Stopp! Ich darf auf jeden Fall aufrunden jetzt. Nein, nicht aufrunden. Doch, genau 222, 25. Nein. Doch, genau gleich. Geil. Oh mein Gott. Ja, das sind beide die Mac-Profis. Wir sind wirklich die Mac-Profis, Digga. Okay. 2, 1, let's go! Willkommen! Abgemelkt! Ja! Yeah. Er braucht ein bisschen Massage hier. Massage musst du ihm geben. Euter ein bisschen streicheln, Euter streicheln. Euter bis nach Euterhausen. Ja, falsche Taktik, falsche Melktaktik. Falsche Melktaktik. Kein Melkschein. Stopp. Abgemelkt. Abgemolken. Oh mein Gott. Okay, wir schauen. Er darf 225. Genau gleich. Okay, das heißt, die gleiche Melker. Es muss nur einer schlechter sein als wir. Dann ja, und du. Der Mann kommt aus Österreich, aus den waschechten Bergen. Melker. Ich hab schon oft gemolkt. 3, 2, 1 und go! Oh nein, es kommt gar nichts. Moos drückt zu, der Wichser. Streichel die Euter. Schnell. Nein, das ist alles übergelaufen. Digga, ist aber auch nicht schlecht. Aber irgendwie will er nicht mehr. Sven ist leer. Ich will Levin auf jeden Fall bieten. Das ist mein Ziel. 2, 1. Und vorbei. Okay. Ja, damit bist du wahrscheinlich aber, warte mal, zweiter Platz. Und wir sind alle letzter. Na, habt ihr eure Milch genossen? Ihr befindet euch jetzt in der Scheune. Und hinter euch befinden sich Heuballen. Nehmt euch einen Ballen und lauft so schnell es geht zum Ziel. Wer als erstes da ist, hat gewonnen. Ah, let's go. So, was machst du da? Jetzt schon. Geht jetzt schon los. Hä, wie kann ich das nehmen mit meiner Hand? Bro, what the fuck? Das ist schon irgendwie, das tut auch irgendwie weh, ne? Na. Wohin? Ja, gewonnen! Ich bin der wahre Melk-Hauptmeister. Okay, ich lasse weiter. Verzeih. Hey Gott. Hey. Warum machen wir das überhaupt noch? Wir haben sowieso schon verloren. Oh, gewonnen. Ah, gut gemacht, Levin. Oh. Das ist ja wie für uns gemacht. Ich bin Zweiter der Challenge. Gewonnen hat Felix. Finn, muss ich sagen, kriegt für diese Aufgabe kriegt er 2 Bonuspunkte. Wow. Weil er hat natürlich seine gebrochene Hand. Ja, danke, du bist so großzügig. Schreibt mal in die Kommentare, wer die beste Taktik hatte. Ich finde, das war das Interessante. Ich hoffe, es war gut drauf. Auf jeden Fall, das war crazy. Nächste Aufgabe, würde ich sagen. Jeder von euch hat 4 Heuballen. Und jetzt, ja, baut ihr die euch vorgegebenen Formen nach. Wer am wenigsten Zeit braucht, gewinnt. Okay. Was? Hier in meiner Hand befindet sich die Formel. Wir dürfen uns die Formel nur einmal angucken am Anfang. Oh. Und müssen sie ja merken. Ich würde sagen, der Gewinner fängt an. Oh nein, okay. 3, 2, 1 und go! Du strichst unten? Oh, okay. 2, 1 hoch. Oh mein Gott, ist das Arsch. Boah, wenn du eine schwere Form hast, hast du ja auch verkackt. Das ist eine schwere Form. Oh. Okay. Gar nicht mehr so schlecht, muss man sagen. Wie lange muss die Form so sein? Einmal, keine Sekunde. Also jetzt wird's stressig. Nein! Warum? Ich glaube, du bekommst eine Form, die unmöglich ist. Du kannst es auch halten, Was? Es muss nicht von alleine so was? Halten. Was? Ja. Ich will rein! Oh, stopp, man stopp, stopp, stopp! Oder? Holy shit! Ach du Scheiße, Bro! Hast du gemerkt? What the fuck? Das geht doch gar nicht. Geht wirklich, das ist viel einfacher als das von eben. Echt jetzt? Ja klar, guck mal, die sich gegenseitig halten. Alter, der Eiffelturm! Einloggen! Johannes Lukas, wer stolz! Eingeloggt! Alter, ist eingeloggt! Sternmacher! Was? Alter, krank. Hätte ich nicht gedacht, hätte ich echt nicht gedacht. Moritz ist jetzt. 38 Sekunden. 3, 2, 1 und go, Moritz! Okay. Zeit läuft. Eine Sekunde schon verbraucht. Okay, geht nicht einfach. Nicht einfach. Wir müssen gerade sein, nicht schief. Die ist schon schwer, Digga. Die ist nicht so breit. Okay. Wenn du jetzt schaffst, dann bist du schneller als Finn. Hat sich die 60-Tage-Transformation gelohnt? Du musst nur eine Sekunde einloggen.
Eingeloggt! Das war überhaupt nicht eingeloggt. Ja, schon gut. Ist ein bisschen schief noch da, Moritz, da unten rechts. Ja, immer noch schief. Also ist wirklich noch sehr, sehr. Ja, es geht nicht anders. Was soll denn Kindergeburtstag machen, Digga? Eingeloggt! Nein! Los, eingeloggt! Okay, okay. 1,28. Dann bin ich jetzt dran. 3, 2, 1 und go! Oh! Digga, das ist unmöglich, Digga. Das geht aber. Warte, so. Digga! Yeah. Digga, ist unmöglich, Digga. Das ist die schwerste Form. Die Form ist krass. In den Müsterfeld! Wir haben schon 30 Sekunden. Johannes, was baust du da? Johannes, denkst du Fortnite Battle Royale? Nichts ist unmöglich. Solange du wild bist. Das geht schon. Okay, du kriegst Hilfe, meinst du? Johannes, wir helfen dir, aber die Schwarze. 1 Minute und 10! Oh, ah, Junge! Du musst da nur einen drauf. Einer reicht. 1,30. Los, mach! Oh. Okay, ja, das ist aber selber schuld. Einer reicht, Bro. Einer reicht. Du schaffst es. Oh Gott! Verloren. Oh. Letzter. Verloren. Der hat absolut die Arschkarte gezogen wie diese Challenge, Digga. Finn ist noch. Okay, Leute, Finn ist jetzt dran. Und weil er halt seine Verletzung gerade an der Hand hat. Und deswegen werden wir Finn jetzt gemeinsam helfen. 3, 2, 1, let's go. Das ist easy peasy lemon squeezy. Okay, ich will jetzt helfen für dich. Ah, ist der nicht so dumm rum, Digga. Ich hab die Form auch nicht gesehen. Form. Nee. Form. Ach so. Ihr Lahmarschigen, beeil dich mal. Ja, hoch. Ja. Musst auch was machen, Finn? Ich helfe dir mit meiner Energie. Oh, shit, Bro. Ja. Eingeloggt. 8 Sekunden, dabei leben wir immer noch am schnellsten. Levin Ray auf die 1. Okay, Leute, wir sind hier bei der nächsten Challenge. Was hat das wohl hier auf sich? Also, ich bin fast der Meinung, dass es Zeit wird, dass ihr echte Dorfkinder werdet. Richtig, Finn? Vor euch liegt eine Axt. Wer damit in 2 Minuten am meisten Holz spaltet, gewinnt. Wer fängt an? Der Trottel. Nein! Der Dorfkinder. Ich kann doch nicht mehr nachher. 1 und go! Der Typ mit der Axt in der Hand ist auch. Oh! Bin schon gut dabei. Ja, man muss so hochstellen, ne? Bruder, es sieht aus, als hättest du noch nie in deinem Leben Holz gehackt. Ich hack gleich dich um. Oh, Digga, ich will lieber Burger Pommes singen. Okay, Zeit ist vorbei. Ich will nächster. Levin ist der Nächste. 2, 1 und go. Oh, mega Großmann, gut. Großmann eben. Er hat gekappt. Oh. 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 Umso mehr du schaffst. Er hat 2. Und? Alter, 2 Punkte hast du schon. Geil! Oh. Alter, krasser Profi, Digga. Stopp! Oh. Okay. 3 Punkte, okay. Ist stark. 3, 2, 1, go! Warte. Okay, halbiert. Oh. 1 Punkt! Du hast schon die Hälfte der Zeit verkackt. Pack die Pommes in den Burger rein. 4, 3, 2. 2 Punkte auch. Okay, 2 Punkte. Oh. Auch. 3, war so anstrengend, es war so Digga, anstrengend. Ich hab zu wenig Dorfkinder gehört, leider. 3, ganz weit weg. 2, 1, go! Macht doch auf keinen Fall zu Hause nach, wir sind auch von Profis begleitet. Ja, natürlich. Okay, halbiert. Oh, oh. 15 Sekunden. Letzte Zeit würde ich sagen, nutzen wir doch einfach, um Helgam zu bewerben. Freunde, Helgam ist jetzt im Netto bei Edeka und bei Bro, Rewe, what the fuck? Oh, schade. Und jetzt kommt das Dorfkind Nummer 1. Würde ich sagen, bei mir zählt einer doppelt oder was machen wir für eine Regelung? Ja, bei mir doppelt. Bei Finn ist doppelt. 3, 2, 1 und go. Bruder, was soll ich denn machen? Singen! Burger Pommes! Nehmt dem Mann die Axt weg! Nehmt dem Mann die Axt weg! Zeit ist um, mein Junge! Ich krieg das gar nicht aufgetrieben, die Kraft mit dieser einen Hand. Alter, okay, scheiß drauf. Das Finale ist zu Ende. Wer hat gewonnen? Levin. Das habt ihr richtig gut gemacht. Aber Felix hatte am wenigsten Punkte und somit verloren. Aber als Belohnung darf er in den Mist springen. Nein, das ist Cam, nein! Woll er nicht! Es ist Moritz, Wir zählen zusammen an. Köpfer! Sag mal richtig, jetzt kommt mit dem Yeah! Ein Suhe! Lasst auf jeden Fall ein Like und Abo für dieses richtig geile Video. Schaut auf jeden Fall bei den anderen vorbei, bei Finn vorbei, bei Levin vorbei, auch bei Felix vorbei und bei Moritz vorbei. Vielen Dank auch an den Getrudenhof, dass wir hier drehen durften. Schaut, das geht's raus. Lasst auf jeden Fall ein Like und Abo da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!